Das Wort für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Klaus Schaffer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, verehrte Gäste. Auf die Frage, ob Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden sollen, reagieren viele reflexartig mit Zustimmung. Natürlich möchte jeder, dessen Denken von Vernunft und Menschlichkeit geleitet ist, die Schutz- und Teilhaberechte unserer Kinder umfangreich gewährleistet sehen. Das bedeutet aber eben nicht zwingend, dass nun eilig das Grundgesetz zu ändern ist. Die Rechte unserer Kinder sind hier bereits in vollem Umfang gewährleistet. Artikel 1 Grundgesetz schützt die Menschenwürde und zwar von Geburt an. Das ist nichts Neues. Selbstverständlich schließt das Kinder automatisch mit ein. Das mag Ihnen vielleicht zu allgemein sein. Sie wünschen ja eine besondere Berücksichtigung des Kindeswohls im Grundgesetz. Da helfe ich Ihnen gerne. Artikel 6 Grundgesetz geht im Besonderen auf das Wohl des Kindes ein und regelt dessen Verhältnis zu seinen Eltern. Artikel 6 Grundgesetz normiert das Recht der Eltern zur Pflege und Erziehung des Kindes. Es beschreibt hierbei aber vor allem die Pflicht der Eltern. Aus dieser Pflicht erwächst damit ganz eindeutig das Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung. Die Väter des Grundgesetzes haben hier das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sorgsam so austariert, dass das Kind innerhalb der Familie größtmöglichen Schutz und Pflege erhält. Die Eltern sollen dabei die Freiheit genießen, das Kind auf ihre Art zu prägen und zur Reife zu verhelfen. Anders als der Antrag begründet, wird eine Änderung durch die UN-Kinderrechtskonvention nicht erforderlich. Die UN-Kinderrechtskonvention fordert in den Artikeln 3 und 4 das Wohl des Kindes besonders zu berücksichtigen. Ein Wie wird darin nicht vorgegeben. Aber genau das tut das Grundgesetz doch schon seit langem und andere deutsche Gesetze im Übrigen auch. Mit dieser Einschätzung stehen wir auch nicht allein. Der Deutsche Anwaltsverein hat 2010 dieselbe Frage verfassungsrechtlich untersucht und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Eine rechtliche Verpflichtung, die in der Kinderrechtskonvention anerkannten Konventionsrechte durch eine verfassungsrechtliche Verankerung vorzunehmen, ergibt sich weder aus Artikel 3 noch aus Artikel 4 KRK. Deutlicher geht es nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt dazu, dass das Elternrecht aus Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz ein Recht im Interesse des Kindes ist und die Eltern dabei das Recht haben, frei von staatlichem Einfluss nach eigenen Vorstellungen darüber zu entscheiden, wie sie ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen. Und in der Gefahr der staatlichen Eingriffe steht darin auch die bundesweite Kritik in den Debatten, nicht nur in den Reihen der AfD. Olaf Scholz, SPD, drückte es einmal so aus. Wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Die Absicht der SPD ist mir insofern vollkommen klar. Es erstaunt mich allerdings, dass dieser Antrag jetzt Tenor nahezu des gesamten Hauses ist. Tenor ist es allerdings, dass wir alle wollen, dass der Staat in familiären Härtefällen und nur dann eingreift und sich ansonsten aus der Erziehung heraushält, denn dort hat er schlicht nichts zu suchen. Das Erziehungsrecht ist zuallererst das Recht und die Pflicht der Eltern, und so soll es auch bleiben. Der Deutsche Anwaltverein schlägt in seiner Stellungnahme gewissermaßen als Entgegenkommen für alle, die unbedingt das Wort Kinder im Grundgesetz sehen möchten, Folgendes vor. Artikel 6.1, der da lautet, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates, um den Zusatz und Kinder zu ergänzen. Wir von der AfD-Fraktion halten die verfassungsrechtliche Einschätzung des Deutschen Anwaltvereins in dieser Sache für schlüssig und auch für richtig. Einen solchen Weg halten wir daher auch für konsensfähig. Den Antrag in dieser Form aber müssen wir ablehnen. Vielen Dank.